Dann kompilieren Sie diese Datei durch Aufruf des Java-Compilers JAVAC. In diesem Fall JAVAC world.java. Wenn der Compiler Fehlermeldungen liefert, müssen Sie diese natürlich zunächst beseitigen und dann erneut kompilieren. Das geht mit dem Editor und da muss man wieder mit dem Compiler kompilieren. Und zwar muss man das so lange machen, bis keine Fehlermeldungen mehr geliefert werden. Findet der Compiler keine Fehler, erzeugt er eine Datei, die den Java Bytecode enthält. Sie trägt den Namen Klassenbezeichner.class, in dem Fall world.class. Hier ist jetzt der Bytecode drin, der mittels des Interpreters Java ausgeführt werden kann. Und zwar geht das dadurch, dass man diesen aufruft und angibt den Namen des Programms. Nicht world.class, sondern nur den Namen Java World. Schauen wir uns das mal im Beispiel an. Ich nehme mal einen beliebigen Editor, das ist hier der Windows-Editor, und tippe das Programm ein. Das hier ist ja Java World, das hier ist ja Class World. Geschweifte Klammer auf. Jetzt kommt die sogenannte Main-Prozedur, die Sie auch von dem Hamster-Modell schon herkennen. Die sieht nur etwas komplizierter aus. Müssen Sie sich im Moment keine Gedanken drum machen, was das alles bedeutet. Einfach immer hinschreiben, public, void main, Stringklammer auf, args und so weiter. Und in diese Main-Prozedur kommen jetzt die Anweisungen. System.out.println ist eine Anweisung, die alles, was jetzt hinter dieser runden Klammer auftritt, auf dem Bildschirm ausgibt. Was hier steht, ist jetzt ein sogenanntes String-Literal, das heißt eine Zeichenkette. Die beginnt mit doppelten Hochkommata und endet mit doppelten Hochkommata. Und die Buchstabenzeichen, die in dieser Zeichenkette stehen, werden in diesem Fall auf dem Bildschirm ausgegeben. Und das ln führt dazu, dazu reicht im Prinzip schon Print, und das ln führt dazu, dass danach, nach der Ausgabe dieser Zeichen, in die nächste Zeile verzweigt wird. Jetzt muss ich hier mal wieder die Klammern zumachen. Ich speichere ab. Muss also abspeichern in eine Datei world. Die darf nicht .txt heißen, sondern world.java. Und habe das Editieren und Abspeichern fertig. Unter Windows öffne ich jetzt eine solche Eingabeaufforderung, begebe mich in das Verzeichnis, wo ich gerade gespeichert habe. Wir schauen uns das mal an. Hier steht jetzt die Datei world.java und kompiliere. Rufe also auf den Java-Compiler und gebe an, die Datei world.java soll kompiliert werden. Und es hat alles geklappt. Wir schauen uns mal an, was passiert, wenn man hier einen Fehler einbaut. Ich mache mal einen Fehler, speichere und rufe hier erneut mal auf. Und jetzt gibt es eine Fehlermeldung. Diese Fehlermeldung muss ich jetzt beseitigen. Und jetzt hat wieder alles geklappt. Wenn ich mir jetzt das Verzeichnis anschaue, sehe ich, es ist eine Datei generiert worden, die nennt sich world.class. Und diese erhält den ausführbaren Bytecode. Und den kann ich jetzt aufrufen. Das tue ich über den Java-Interpreter und die Angabe von dem Namen meines Programms. Und ich habe was falsch gemacht. Fehler, Laufzeitfehler werden in Java ausgedrückt durch solche sogenannte Exceptions. Und solche Exceptions treten genau dann auf, oder in diesem Fall auf, wenn ich hier was falsch gemacht habe. Was ich nämlich vergessen habe, ist das Static. Diese Main-Prozedur ist sehr genau auf folgende Art und Weise zu definieren. Public Static void main string args. Speicher. Kompiliere. Und führe nochmal auf.
Jetzt wird tatsächlich diese Meldung Hello World auf dem Bildschirm ausgegeben. Wenn ich hier hinschreiben würde Hello Dietrich, abspeichere, kompilieren, ausführen, dann wird entsprechend Hallo Dietrich auf dem Bildschirm ausgegeben.